Vorläufer der Geschichte war ein Bote, ein Überbringer der guten Nachricht. Die Griechen hatten die Perser besiegt in der Schlacht bei Marathon, 42 Kilometer von Athen entfernt. Heute eifern ihm Tausende nach. Marathonlaufen liegt im Trend. Woher die neue Faszination für den antiken Langstreckenlauf kommt und worauf man achten sollte, bevor man selber an den Start geht, das haben wir von einem Marathonfanatiker erfahren, den wir bei seinem 577. Lauf begleiten durften. Diese Beine sind seit 15 Jahren pausenlos im Einsatz. Mindestens dreimal pro Woche laufen sie Marathon. Ganz im Gegensatz zu diesen Beinen. Matthias Dressler bereitet sich gerade auf seinen ersten 42-Kilometer-Lauf vor. Tipps erhält der Anfänger von Sportmediziner und Marathonmann Christian Hotters. Mehr als 30.000 Kilometer ist der schon gelaufen. Ich denke mal, wenn man das konsequent macht, kann man in 3 bis 6 Monaten sich auf Marathon vorbereiten. Man fängt erstmal mit kleinen Trainingseinheiten an, 30 bis 45 Minuten baut man dann auf. Und die letzten 3 Monate vor dem Marathon sollte man dann ein Wochenpensum von 45 Kilometer pro Woche laufen drauf haben. 42 Kilometer am Stück, für Matthias eine echte Herausforderung. 6 Monate lang trainierte er auf 20 Kilometer Strecken. Ich will meinen Marathon laufen, weil ich mal meine Grenzen kennenlernen möchte. Ein Brustgurt, der per Funk die Herzfrequenz an die Armbanduhr weiterleitet, hilft, das richtige Tempo zu finden. Mit Matthias gehen 10.000 weitere Läufer an den Start des Rennsteiglaufs in Thüringen. Hotters läuft gleich den Ultramarathon über 75 Kilometer. Der harte Kern der Läuferszene in Deutschland besteht aus rund 40.000 Marathonisten. Insgesamt gehen in diesem Jahr bei über 200 Läufen mehrere hunderttausend Teilnehmer an den Start. Wir halten unser Ziel ein, sind sogar 5 Minuten vor der Zeit. Auch Hotters kann sein geplantes Tempo einhalten. Das sind ja 65 Kilometer schon gewesen und fühle mich im Moment wieder ganz frisch, ganz locker. Durchhaltevermögen beweisen auch die Zuschauer. Mehrere Stunden harren sie aus, um keinen Zieleinlauf zu verpassen. Neuling Matthias erreicht nur 45 Minuten nach dem Sieger das Ziel. Ich bin überglücklich und sehr zufrieden, weil ich die Zeit, die ich mir vorgenommen habe, habe ich erreicht. Nur der letzte Berg hier zum Ziel hoch, da war das nur noch Adrenalin. Denn die Zuschauer standen so schön auf so eine enge Gasse und es war einfach genial. Eng ist es auch beim Start des Halbmarathons in Oberstdorf. Hier gibt es eine Extrawertung. Wer im Ziel noch mindestens 90 Kilo auf die Waage bringt, läuft um die deutsche Meisterschaft der Schwergewichte, so wie Horst Reimer. Auf die Schnelle 5 Kilo abgenommen, ne? Mit 110 Kilo ist er an den Start gegangen. Vorher bringen lockere Aufwärmübungen seinen Körper in Schwung. Selbst die Freunde und Helfer machen mit. Marathon ist eben ein Sport für fast jeden. Und es gibt so einen Spruch, vorne laufen die Bleistifte, hinten laufen die Radiergummis, die kleinen Dicken sind halt nicht so schnell, die müssen auch sehr viel mehr mitschleppen. Jetzt bin ich drin, jetzt springt gleich der Schiedsdiesel an, hoffe ich. 20,1 Kilometer muss er durchhalten. Die Steigung ist sehr lang gegangen. Wenn man mit 110 Kilo Marathon laufen möchte, ist das natürlich schon eine ganz erhebliche Gelenkbelastung, wobei letztendlich das Tempo die Belastung bestimmt. Spaß haben ist die Devise der Läufer, doch nicht nur das. Irgendwann rutscht man dann doch so ein bisschen in den Wettkampf rein, weil man sich ein Tick messen will. Und hier hat man die günstige Gelegenheit, sich mit Schwergewichten zu messen. Also nach der Devise lieber Laufpass als Beipass. Seit 4 Jahren läuft Horst Reimer lange Strecken und dabei hat er rund 25 Kilo abgenommen. Doch nicht immer ist ein Marathonlauf unbedingt gut für die Figur. Diese Damen und Herren zum Beispiel kompensieren verbrannte Kalorien schon während des Laufs durch entsprechende Hopfen- und Malzzufuhr. Markus Zimmermann und Stefan Grundler bilden eines von 24 Teams beim Biathlon in Jerstetten. Eigentlich gibt es hier 4 bzw. 3 Liter Bier für jede Person umgerechnet. Muss man über 7 Kilometer Strecke, zu Fuß natürlich, ohne irgendwelche Hilfsmittel, also auch Nebelschutz und so weiter, leer trinken bis zum Ziel. Markus und Stefan gelingt eine recht gute Mischung aus Saufen und Laufen. Ich bis jetzt merke vom Alkohol noch nichts. Das kann man schon sehr kritisch sehen, weil letztendlich der Alkohol und die sportliche Belastung schon eine Gefährdung für die Gesundheit sein können. Wer da entsprechend disponiert ist, könnte leichter mal Herzrhythmusstörungen kriegen. Zum Glück sind nur wenige Momente richtig anstrengend, wenn die Fans zu Höchstleistungen anspornen. Wir gehen nach dem olympischen Gedanke. Genau. Dabei sein ist alles. Genau. Für das, dass uns das Bier schon seit einer Stunde nicht mehr gut schmeckt, geht's nur ganz gut. Auch bei den Geschicklichkeitsspielen sind noch keine alkoholbedingten Ausfallerscheinungen festzustellen. Glück für die beiden.
Denn wer hier nicht alles abräumt, auf den wartet kurz vor dem Ziel ein zusätzliches Strafbier. 6,7 Kilometer, die ist auch sehr lang. Wenn man es da auf die erste Meter übertreibt mit dem Trinken, dann wird es doch sehr schwer. Aber es ist gut gelaufen. Auch für Marathonmann Hottas ist es gut gelaufen. Doch kaum am Ziel angekommen, ist er schon wieder auf dem Sprung. Wir werden also heute noch mit der Clique noch bis Wildeshausen fahren und da ist morgen früh dann der nächste Marathon. Das wird dann der 578. Marathonlauf seines Lebens sein und ganz bestimmt nicht sein letzter.